ich denn hier gelandet? Das sieht aus wie eine Schneeflocke oder ein Zahnrad. Und hallo, Maxwell. Was bist denn du für einer? Kannst du mir mal sagen, wo es jetzt zur nächsten Stadt geht oder ja. Hallo? Kannst du mit mir reden? Hui. Okay, oh, Essen und Rüstung und Geld, cool. Ja, wir gucken einfach mal. Stadt 1, Dorf 2, Dorf 1, Dorf 3, Stadt 3, hä? Huh, was ist... hä? Ui, nee, 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 nee. Ganz schnell weg. Oh. Da ist irgendwas. Nee, nee, ja. Das sah mir ein bisschen merkwürdig aus, dieses grüne Vieh. Da steht schon wieder sowas. Oh mein Gott. Oh, Essen. Das nehme ich gerne an. Bist du tot? Hallo? Was hast denn du? Hallo, bist du tot? Hallo? Ui. Da sind große Bäume. Und hier sind überall Löcher. Was bist du? Das sieht aus wie ein Wollklotz. Was ist das denn? Hilfe! Hui, ist das schon wieder so ein Vieh? Hilfe! Was sind das für Viecher? Oh, das Wasser, da können die bestimmt nicht drüber schwimmen. Oh mein Gott, die kommen halt übers Wasser und da oben ist schon wieder so ein komisches. Och nee, bloß weg hier. Aber hier scheint es keine Zivilisation zu geben. Ich dachte eigentlich, ich könnte mich hier irgendwo nach dem Reinfall in der letzten Stadt niederlassen. Da steht schon wieder sowas. Oh Mann. Aber da hinten hängt was an den Bäumen. Oh, vielleicht kann man das ja essen. Hui, was sind denn das für Viecher? Hilfe. Oh, was ist... Was? Geh weg von mir, du Kackvieh. Ja. Da ist noch so einer. Dir geht's gut, Hasi, oder? Du nimmst ein schönes Bad. Komm, wir befreien dich mal. Was ist das? Das ist merkwürdig. Sieht aus wie so eine alte Frau. Da ist ja noch so eine.
Sie hat sich mit dem unterhalten. Nee. Hallo? 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 Wer sind Sie? Das gleiche könnte ich Sie auch fragen. Warum? Sind Sie der Stadt hier oder? Haben Sie diese Schilder alle platziert? Was für eine Stadt? Wir wohnen ja hier. Stadt 2 und so aufgestellt. Davon weiß ich nichts. Ich komme von weit her auf der Suche nach einer Stadt, wo ich mich niederlassen kann. Also wir haben uns hier niedergelassen, weil da stand, dass da anscheinend eine Stadt entstehen soll. Man könnte es eher so nennen, dass wir eine Gruppe von Menschen sind, die sich getroffen haben. Verbunden haben halt. Zu so einer Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft. Gruppe oder so. Hinter ihm. Ich bin schlecht. Die machen das schon. Ja. Okay. Naja, wie gesagt, ich komme von einer Stadt, die weit entfernt lag, liegt. Keine Ahnung, ob die noch existiert. Oh. Okay. Und ich musste da einfach weg, weil dort so ein Typ war, der war mir nicht ganz geheuer. Ne. Die Person, Olle Trulla, die einen mit Trinken bewirbt. Ist das vielleicht ihre Freundin? Was? Na, von dem Typen da. Nee, nein. Also ich hatte auch mal eine Freundin, die hat mich auch immer beworfen, wenn ich böse war. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo waren wir? Also Sie sind... Achso, mein Name ist Ike. Ike. Oh Gott, Mann. Oh, Vorstellung und so. Ach Gott, Mensch. Ja, mein Name ist Ramon. Ich bin 19 Jahre alt und stamme aus einer Schmiedefamilie. Falls... Oh Gott. Aus einer Schmiedefamilie. Das heißt, sie können bessere Schwerter herstellen. Schwerter, Werkzeug, Schwerter und all das. Hallo. Ja. Und bis jetzt sind nur sie drei hier, oder? Nee. Also es gab, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf. Also fünf, wir sind insgesamt fünf mit mir. Und ja, wir haben uns halt hier eigentlich nur niedergelassen, erstmal, denke ich. Dürfte ich oder jetzt Ihren Namen wissen? Er heißt Ike. Ach so, Tobias. Mein Name. Und Sie? Lloyd, okay. Sei nicht verwunderlich gucken. Ja, sein Kiefer ist nicht kaputt. Wirklich. Er ist. Bin ich sehr leise und schon. Gut. So. Okay. Ja. Also, diese eine komische Kreatur, die mir Tränken wirft, die ist.
Nicht ach, unbedingt auch. Die ist ja auch noch da. Warte mal, hier. Apropos komische Kreatur. Der hat sich irgendwie da angebaut. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Was? Die schläft jetzt höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, die ist da drin irgendwie eingeschlafen. Okay. Ach, meinst du, die sind noch anderen roten Augen? Ja, das... Dieses Panda-Vieh-Ding da. Ja, dieses... Nee, das da hinten ist ein Panda. Ich weiß nicht, warum. Okay. Und... Ach, du meinst dieses andere... Dieses Ding. Katzen... Du meinst Lake. Oder so hieß er doch, oder nicht? Lego? Ach, wie hieß er? Ich weiß hieß er nicht Lake? Nee, Lake hieß er nicht. Das weiß ich nicht. Kann ich mitreden? Ja. Ach so, hallo. Das... Ist Ceci, die ist vorhin auch ja, ist erst angekommen bei uns. Also ich kannte sie schon früher, aber sie hat, war dann noch mal eine Zeit lang am Schlafen oder hat sich ausgeruht oder so. Okay. Ich habe sie kein bisschen verstanden. Ich hatte gesagt, sie war noch da, wo der Größte von uns irgendwie angekommen ist. Okay. Jetzt habe ich sie verstanden. Haben sie irgendwas mit den Ohren oder? Nein, er hat sich vorhin so undeutlich ausgedrückt. Ich habe ihn verstanden. Ja, für mich hat sich das angehört, als ob er noch Essen im Mund hatte. Oder so. Ja. Kommt vielleicht von meinem Großvater. Ich bin in der Mine, wenn einer von euch mich sucht. Ja, ja. Also da, wo ich am Boden bin. Komm und du weißt durch. Mann. Und wo ist jetzt die Stadt, von der sie gesprochen haben? Na, Stadt ist es eher nicht so... Sondern eher ein Berg. Ein Haus. Haus, kann man dazu Haus sagen? Bude. Es ist in so einer Höhle. Provisorisch rein erbaut worden von uns. Oder gesagt von Lloyd und Melvin und Seibert und ja. 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 Ob wir eine Stadt erbauen können oder uns größer niederlassen können, da wir eben nicht wissen, wer das Schild aufgestellt hat. Was steht denn auf dem Schild? Na, hier entsteht eine Stadt. Naja, ich denke mal, dass man dann hier was bauen kann. Na, das hatte ich ja am Anfang auch. Aber der Landsherr, wir dürfen ja nicht einfach ohne zu fragen hier etwas bauen. Aber da ich irgendwie, ich war schon am vor allen anderen hier und hab den Landsherr gesucht oder wer auch immer hier zuständig ist und hab einfach niemanden gefunden. Herr Ramon, könnten Sie mir eventuell noch zwei Spitzhacken machen? Ja, klein. Moment. Ich bin. Okay. Ja. Dann werden wir wohl hier eine Stadt errichten. Was habe ich eigentlich vorhin bekommen?
Archaic Brick und Accident Move Core. Okay. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Ich gehe nämlich, ich hatte nämlich die Spitzhacken brauche ich dafür, ich habe vorhin. Das sieht schön aus. Hier oben ist noch mehr davon. Oh, was ist das? Auch irgendeine Art Stein. Ach ja. Ach. Hey, Essen. Ach, da sind sie, so. Ja, ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Ja. Sie haben vorhin gesagt, Sie wären der Erste, der hier gewesen ist. Ja, na, nicht der Erste, sondern also der Zweite, weil wegen dem Schild. Also der Erste, der das, der Zweite, der das Schild entdeckt hat, oder eher gesagt, der also, Erste. Der Erste. Denke ich. Kann ja sein, dass hier jemand vorbeigelaufen ist. Ich habe aber selber keine Ahnung. Na dann, wenn Sie der Erste sind, können Sie doch Anspruch auf das Land erheben. Ja, aber es kann doch nicht einfach so. Kann doch nicht einfach hier sagen. Tut mir leid. Ja. Schön. Ich habe das Schild gefunden. Das gehört jetzt mir, wenn keiner hier ist. Das, nee, das möchte ich so nicht machen. Das Schild sollen Sie auch nicht behalten. Sondern ja. Das Land. Ja, das. Ja, ich weiß, was Sie damit meinen, aber ich möchte es nicht. Ich möchte hier einfach nur mit meinen Kameraden, sage ich jetzt mal, eigentlich nur in Frieden leben. Na dann können Sie doch entscheiden, ob hier Häuser gebaut und eine Stadt entstehen soll oder nicht. Na, ich hab schon gesagt, wenn der Landsherr, also dem das hier jetzt gehört, nicht bald auftritt, dann lassen wir uns hier nieder. Oder ich zumindestens. Also, ich find's hier recht schön. Ich würde hier halt auch gern ein Haus bauen lassen, selber bauen, wie auch immer. Wenn Sie Ihr Haus selber bauen können und ja, dann denke ich, haben wir nichts dagegen. Aber das weiß ich nicht. Müssten Sie dann die Leute allgemein fragen, ob irgendjemand was dagegen hat oder so. Na, gibt's denn jemanden, der bauen kann oder? Also ich kann bauen. Er kann, wenn ja. Wenn ich die Materialien dazu habe. Na, wenn Sie, also wie gesagt, wenn Sie selber bauen möchten, wenn Sie sich versuchen möchten, dann können Sie sich vielleicht auch einfach nur von dem Herr Lloyd assistieren lassen. Ja, mal schauen. Welche Fähigkeiten haben Sie denn? Ich kann Essen schaffen. Essen oder Essen machen? Ich kann Essen. Gut. Ich kann aber auch gut mit dem Schwert umgehen. Also als Verteidigung. Sowas. Ja. Schutz und Wache. Ja. Ja.